1858 wurde das erste Mal ein Erntedankfest als Kirmes gefeiert. Wie wir uns alle erinnern können, haben wir vor 2 Jahren mit einem großen Fest die 150-jährige Kirmes gefeiert. Schon in der Vergangenheit spielte das Vereinsleben in unserem Ort eine bedeutende Rolle. 1862 wurde der erste Männergesangsverein gegründet. 1884 wurde an der Säufe ein Sportplatz hergerichtet. 1895 der Turnverein Germania gegründet und 1897 in Erinnerung an den Deutsch-Französischen Krieg ein Militär- und Kriegerverein. Erster und Zweiter Weltkrieg forderten auch in unserem Dorf Opfer. Bis 1918 fielen 7 Einwohner, bis 1945 23 Einwohner. Den Gefallenen ist das Kriegerdenkmal gewidmet, das auf Initiative und durch Spenden der Gehtlesser Bürger im Jahre 2000 wieder hergerichtet wurde. Mit der Teilung Deutschlands 1949 und damit verbundenen Gründung der Bundesrepublik und der DDR kam es zu einer unterschiedlichen Entwicklung in Ost und West. Ohne die finanzielle Hilfe der USA für die Bundesrepublik in Form des Marshallplanes mussten die Menschen in der DDR ihre Probleme in Eigeninitiative in Angriff nehmen und meistern. Ich glaube, durch diese weitaus schwierigere Ausgangssituation hatte sich in unserem Teil Deutschlands ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl entwickelt, das wir uns auch für die Gegenwart und Zukunft bewahren sollten. Thank you.
Für diese gemeinsamen Anstrengungen möchte ich hier anführen. Mit staatlicher finanzieller Hilfe und unzähligen freiwilligen Arbeitsstunden wurde viel geschaffen. 1954 eine fast 2,5 Kilometer lange Wasserleitung. Mit der Erneuerung der Landstraße von Ahlstedt nach Rappelsdorf wurden Bürgersteige und eine Abwasserleitung gebaut. 1973 entstand eine neue Wasserleitung von Neuhof nach Gehtlis. Damit konnte das Wasserproblem geklärt werden. 1979 Eröffnung der Konsumverkaufsstelle. Lecker. Dass wir keine Fallmasche produzieren. Sind wir unterwegs. So, jetzt sind wir Arsch. Jetzt sind wir gut vorne. Okay. 1986 Eröffnung unseres heutigen Vereinshauses, 1987 ein neuer Kindergarten, der leider 1996 geschlossen wurde. Alle diese Baumaßnahmen wurden zum allergrößten Teil von den Gehtlissern selbst realisiert. Diese Beispiele zeigen doch sehr deutlich die hohe Einsatzbereitschaft und den ausgeprägten Gemeinschaftssinn unserer Bürger. Mit dem Beitritt der DDR zur BRD am 3. Oktober 1990 wurde das geteilte Deutschland nach 45 Jahren wieder vereint. Ich glaube, das war einer der historisch bedeutsamsten Tage im Leben unseres Volkes, dessen Tragweite aber viele Bürger zum damaligen Zeitpunkt noch nicht voll erkennen konnten. Auch in unserem Ort gab es tiefgreifende Veränderungen. Das volkseigene Gut und viele volkseigene Betriebe wurden privatisiert. Betriebe, die nicht konkurrenzfähig waren, wurden abgewickelt und geschlossen. Viele verloren ihre Arbeit und damit auch ihre soziale Sicherheit und mussten sich umorientieren, mussten sich fort- und weiterbilden und neue Arbeitsstellen suchen. Aber wer mit offenen Augen durch unseren Ort geht, muss auch feststellen, dass sich das Ortsbild seit 1990 sehr stark zum Positiven verändert hat. Im Rahmen der Dorferneuerung wurden ab 1993 über 2,1 Millionen D-Mark in Straßen- und Wegenetz und auch im privaten Bereich investiert. Auch hat sich Gehtlis zu einem beliebten Wohnort entwickelt. Seit 1990 wurden 32 neue Wohnhäuser gebaut und viele der Neubürger sind aktiv in den Vereinen tätig. Das Vereinsleben spielt in der Vergangenheit und auch heute eine bedeutende Rolle. Unser kulturelles Leben wird vom Frauenverein, Siedlerverein, Kirmesverein, Feuerwehrverein, Herrscher-Klosser-Verein und von der Ortsgruppe der Volkssolidarität organisiert. No.
Komm, und es ist so laut, so wie beim ersten Mal. Oh. Werte Anwesende, am Ende meines historischen Rückblicks lassen Sie mir noch einige stichpunktartige Ereignisse nennen, die das Leben unserer Bürger beeinflussten. 1886 geht im Sommer ein schweres Unwetter nieder. Die Ernte wird vernichtet. 1909, Gedlitz erhält einen öffentlichen Fernsprecher und eine Poststelle. Am 16. November 1911, abends 10.30 Uhr, wird ein starker Erdstoß verspürt, Häuser und Mobiliar erzittern. Dieses Erdbeben wird in ganz Mittel- und Süddeutschland wahrgenommen. 1922, Gedlitz wird an das Stromnetz angeschlossen. Am 8. April, 5 Uhr nachmittags, brennt erstmals elektrisches Licht. Gründung der Freiwilligen Feuerwehr. Am 6. Mai 1936 ging das bisher schwerste bekannt gewordene Unwetter über Gedlitz nieder. Wochenlang musste das Dorf und die Umgebung von Schutt und Geröll geräumt werden. 1961 endete die Gedlitzer Schulgeschichte nach 132 Jahren. Alle Schüler gehen seitdem in Schleusingen in die Schulen. Am 15. Juni 1966 wurde durch Blitzschlag am Dorfplatz eine Scheune in Brand gesetzt, der auf 7 andere übergriff. Nur unter hohem Einsatz von vielen Feuerwehren konnte dieser Großbrand gelöscht werden. Rüberziehen hier. Kamen die ersten Urlauber aus dem VLB Schwermaschinenbau Karl-Marx-Stadt, heute Chemnitz, nach Gedlitz. Ein Teil von ihnen besucht unseren Ort noch heute. 1993 wurde erstmals der Tag des Baumes begangen, der zu einer Tradition geworden ist. 1994 gaben die Gemeindevertreter ihre Zustimmung zur Eingliederung in die Stadt Schleusingen. Im Jahr 2003 wurde von Dr. Dieter Frank das Kabarett Die Kuhbergsteiger gegründet. Dieses Kabarett existiert heute noch unter dem Namen Weinbergschnecken. Zur 56-Jahr-Feier haben wir uns halt überlegt, was wir darstellen möchten. Und dann machen wir die Weinberg. Die Hexen. Endlich können wir uns mal ausleben. Den Leuten hat es auch Spaß gemacht, weil viele auf uns zugekommen sind und haben uns angesprochen und haben die Gabi ja gar nicht erkannt. Das war immer ein großes Gejauchze. Aber Zahnarzttermin hast du jetzt schon 4. Ja, beschätze. An dieser Stelle möchte ich meinen geschichtlichen Abriss beenden, der natürlich aus Zeitgründen nicht vollständig sein kann. Wer mehr über unsere Geschichte erfahren möchte,
findet viele Informationen in unserer Feststellung.